Kommst du voran? Nicht wirklich. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Das ist die Frage. Ich frage mich jetzt wirklich, ist das jetzt die Nachgeschichte oder die Vorgeschichte? Also ist das jetzt der Nachfolger von Enders neue Augen, Enders neue Augen, von Ender bricht aus, oder ist das der Vorgänger, die Vorgeschichte? Ich würde fast sagen, die Vorgeschichte war eigentlich, ja, theoretisch müsste es der Nachfolger sein, weil Dr. Marcel ist schon, also, sie haben doch vielleicht noch erfahren. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Einerseits erzählt sie nur über Gerüchte und sagt nur, ich habe Gerüchte gehört, dass der böse ist. Andererseits... Ja, andererseits... Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Den Garrett. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon... Und wie können wir ihn loswerden? Erst einmal ich bin mir... Den Garrett müssen wir loswerden. Wir haben einen Presslufthammer, wir haben ein Rezept. Und wir haben Murmeln. Lilly würde das Rezept später lesen. Sie sollte das Essen ja nicht selber zubereiten, sondern es lediglich zu Doris Stimmt, bringen. Stimmt, wir müssen zu Doris. Im Schlafsaal. Oh, Schei und Zucker. Hallöchen. Shibuya Power! Shibuya Power! Was für ein Ding? Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Ja. Shibuya Power! Die sind ein bisschen... Shibuya Power! Ja. Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Shibuya weißt Power. Du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Shing! Shing! Aha. Du bist ja voll daneben, Lilly. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi-Niyuki-Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben. Nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Ja. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyuroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kawanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayuso Sprengzonen im Lehrerzimmer. Als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyurushi Glitzerschein. Okay. Okay. Ja, dann lass die jetzt hier erstmal in Ruhe, denke ich. Schink. Wir müssen runter zu... was? Wir müssen zu Doris. Und das Katzenfutter besorgen. Der Spion ist unterwegs.
Aha, da war Garrett ja schon. Lily beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Kapelle? Ein Ballon. Ein Versuch wär's wert. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Aha, das ist ein Edna-Ballon. Interessant. Gemälde. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lily schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lily kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Tja. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Na dann. Ins Treppenhaus. Hinunter. Treppenhaus. Achso, da kommen wir her, oder was? Nee. Treppenhaus. Kronleuchterbefestigung. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Auweia. Fröhliche Maske, traurige Maske, wütende Maske. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. In jeder Maske gab es zwei... Nicht einmal... Okay. In jeder... Nicht... Zum Rundgang. Na, und da geht's zur Oberen, oder was? Kamin. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Aha. Das Büro der Oberin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dahin wollen. Oha. Quittungsspieß. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich... kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Oberin Ignaz heißt es also. Gemälde. Das sieht doch interessant aus. Aha. Lumpi hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. It's me. Topfpflanze. Na dann. Dann wollen wir mal. Schulrabauken. Mit ihnen reden. Oh. Wen haben wir denn da? Gruse, Lilly. Sie werden mal nicht durchgelassen. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Lammtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hat uns durchschaut. Sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Ja, ganz sicher. In der Tat sind wir das. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst.
Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Gut, wir haben keine Rezepte mehr. In die Kantine, zur Kapelle, zum Brunnen. Kantine. Oh, da ist die Oberin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der reden will. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze! Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Selbstbeherrschung fehlt. Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Bananen, Kokosnüsse, Äpfel. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Aha. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Oh wei. Ja, gut. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Aha. In die Haupttonne. Doris, meine ich natürlich. Mit der reden wir dann im nächsten Stream, würde ich sagen. Ja, den kleinen Cliffhanger, die kleine Spannung für den nächsten Stream behalte ich mal an dieser Stelle. Ja, da mich nach oben sollte dieser Stream gefallen haben, dieser Part. Ich werde das wieder wie bei Edna bricht aus in Parts unterteilen und es dann später hochladen. Es kommt dann im Anschluss an Edna bricht aus, die Parts. Edna bricht aus Parts, die laufen jetzt gerade, während ich streame. 18 Uhr kam ein weiterer Part, Edna bricht aus, online. Also, ja, ich glaube, Mitte Juli läuft jetzt noch Edna bricht aus. Fast täglich 18 Uhr jetzt, neuer Part. Und wenn wir damit vorbei sind, ja, könnte fast klappen, könnte realistisch sein, dass wir bis dahin auch Harveys neue Augen beendet haben. Und dann kommen dann die Parts von Harveys neue Augen gleich hinten drehen. Ja gut, im nächsten Stream, im nächsten Part reden wir mit Doris und dann, ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Das war der erste Stream Harveys neue Augen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Na dann. Ich versuche zu speichern, wenn ich das Speichermenü finde. Speichern. Sehr gut. Na dann. Sehen wir uns hoffentlich im nächsten Stream. Harveys neue Augen wieder. Ja, dann beende ich diesen Part, diesen Stream und ja, bis dann und ciao. Ja, Nindelein kommt jetzt ganz zum Schluss nochmal her. Ja, Nindelein ist jetzt schon vorbei, das ist Zukunft, ja, oder bei.